Hallo und herzlich willkommen heute bei Türchen 15. Wir verpacken heute Geschenke. Naja, nicht direkt. Wir malen heute Geschenke. Und das ist gar nicht so schwer. Holt mal eure Lieblingsfarben raus und dann zeige ich euch mal, wie ich das hier gemacht habe. Viel Spaß! Wie immer brauchen wir jetzt erstes eine kleine Skizze. Und es gibt so viele Formen von Geschenken, ne? Und wir machen es hier aber ganz einfach, ganz simpel. Und ich würde es noch nicht mal dreidimensional machen. Ich mache es einfach frontal von vorne. Und so richtig schönen Deckel, so einen großen. Kommt hier noch das Geschenkband. Eine kleine Geschenkhaube. Wirklich ganz unkompliziert. Und Geschenke, ach, Geschenke, wie toll bunt können bitte Geschenke aussehen. Wenn ihr hier zwei Farben kombinieren wollt, kann ich euch auf jeden Fall den Farbkreis empfehlen. Halt immer die Komplementärfarbe, ne? Also immer die gegenüberliegende Farbe und natürlich weihnachtlich rot-grün, könnt aber auch hier blau-orange, also da könnt ihr euch jetzt auslassen und ich werde tatsächlich, glaube ich, mal gucken, was nehme ich denn? Gelb-violett, nee, ich glaube, ich mache blau-orange. Ich werde ein blaues Geschenk machen und ein orangenes Geschenkband. Und das werde ich, glaube ich, auch gleich als Beginn machen. Dann machen wir ein bisschen heller. Direkt hier aus der. Ich habe jetzt hier nur meine Nuance dunkler unten ein bisschen so als Schatten rangesetzt, hier auf der Mittellinie, wo vielleicht eventuell der Knick von dem Deckel ist und hier oben an der Schleife. Aber zu Details vom Schatten kommen wir gleich noch. Das lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen. Dann machen wir erstmal das Unterteil. Also ich mache jetzt hier tatsächlich jedes einzelne Teil. Preußisch Blau, ich liebe Preußisch Blau. So, jetzt haben wir hier erstmal grob alles vorgrundiert und auch schon so ein bisschen Licht und Schatten mit reingebracht. Ich habe das bewusst irgendwie so grob gelassen. Irgendwie habe ich gerade Lust, das so grob zu lassen. Normalerweise hätte ich so einen richtig schönen, feinen Übergang. Jetzt kümmern wir uns nochmal kurz um die Schleife. Da brauchen wir nochmal das dunklere Orange. Vielleicht auch gleich noch ein Ticken von dem Cardiumrot. Das ist ja nicht orange, das ist echt gelb-dunkel. Muss ich ja korrigieren. So, dann nehmen wir hier oben das Schleifchen nochmal rein, um dort ein bisschen einfach den Schatten. So meinte ich das eigentlich. Ja.
ist schon ein bisschen plastischer. Und dann nochmal ins preußisch Blau. Zeige ich jetzt bloß hier, wenn es natürlich geht. Hier am Rand lang. Einfach auch nur da, dass ich das einfach ein bisschen abhebe, ne? Das klebt ja da theoretisch nicht fest. Dann gehen wir noch ein ganz bisschen in das Cadmiumrot. Hier ganz kleine Details machen. So, das war's schon. Wird es aber ganz schön eng da oben. Das kriegen wir hin. Und somit liegt das Geschenk natürlich nicht nur unterm Weihnachtsbaum, sondern kann auch am Weihnachtsbaum oder irgendwo anders rumhängen. Und man kann natürlich auch hier das Geschenkpapier noch schön gestalten mit verschiedenen Mustern oder einfarbig lassen. Also das bleibt ganz bei euch, wie ihr das mögt und liebt. Benutzt eure Lieblingsfarben, malt euer Traumgeschenk. Ja, das kann ja auch eine ganz besondere Form haben, ne? Je nachdem, was man einpackt. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, dass ihr auch so ein Geschenk bekommt, egal was drin ist, auch wenn es nur ein Hauch von Liebe ist. Und teilt gern eure Geschenke mit mir unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021 und ich freue mich auf eure Beiträge. Habt einen schönen Tag und alles Gute euch!